Hallo und willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Wir stehen im Moment mitten im Nirgendwo, sind auf dem Weg von Piastovia nach Hause. Wir haben ein neues Pferd gekauft und eine neue Aufgabe angenommen. Und zwar müssen wir jetzt mit dem Kandidaten für den neuen Kastellan, den wir in Betracht ziehen, sprechen. Jetzt sind wir aber erstmal auf dem Weg nach Hause. Onward. Und müssen aufpassen, denn auf dem Weg von Piastovia, aber ich bin jetzt in eine andere Richtung geritten, das kann sein, dass die jetzt nicht auftauchen, sind Banditen gewesen. Und ich möchte nicht schon wieder ein neues Pferd haben. Weil das letzte hatten die mir abgeschlachtet. Da war das, glaube ich. Ja, da sind sie. Dann steige ich mal immer runter. Und die fangen jetzt auch leicht an, sich zu wehren. Dafür nehme ich auch gleich den. Auf die 2. Und dann nehmen wir auch gleich die guten, die Eisenpfeiler. Und dann wollen wir mal schauen. Da ist das Lager. Volltreffer. Gut, die haben wir zu unseren Gunsten erledigt. Gibt's ja mal nichts, ne? Meine Eisenpfeile kann ich da mitnehmen. Mal schauen, ob hier noch irgendwo hier rumliegen. Der war das. Ja, hier sind noch ein paar. Mal gucken, was sie wieder im Lager gelassen haben. Münzen können wir immer gebrauchen. Rufen wir mal mit unserem Pferdchen hier hin. Bärenwein und Salzfleisch. Okay. Oh,
Oh, drei Hopfensetzlinge. Prima, dann können wir die nachher. Dann haben wir schon fünf. Das ist doch prima. Eisensperre. Sonst nur irgendwas dagelassen, was man gebrauchen kann. Kirschen. Naja. Ja, ein bisschen mehr ausfallen können und 47 Münzen. Du stehst mitten im Feuer. Irgendwas übersehen. Nö, leider nicht. Na gut. Dann war's das. So, halten wir das Kauki. Ich glaube, wir sind schon wieder falsch abgebogen. Egal. Reiten wir mal durch diese schöne Gegend. Ah, hier sind wir. Ein bisschen zu hoch gewesen. Dieser Vogel. Da vorne läuft er, wenn ich mich nicht beeile, auf sonst weg. 13, 12. Möchtest du, wenn man noch feste Erde unter den Füßen haben? Guten Tag, Gilbert. Ich nehme an, du hast gehört, was in Piastovia passiert ist. In der Tat, das habe ich. Und ich weiß, dass es eigensüchtig klingt. Aber ich muss zugeben, dass alles, an das ich glauben konnte, war, dass Bolko ein paar Jahre jünger ist als ich. Kannst du dir das vorstellen? Ist das dein Ernst? Das hätte ich nicht gedacht. Höchstwahrscheinlich war es eine Krankheit, die Borkus Verstand angegriffen hat, nicht sein Alter. Du magst ein alter Sack sein, aber dein Verstand ist immer noch schärfer als der von den meisten von uns. Danke für diese offensichtliche Lüge. Ich glaube wirklich, dass du ein hervorragender Anführer bist, deswegen habe ich dich als nächsten Kastellan vorgeschlagen. Was sagst du dazu? Nein, danke. Aber ich bin glücklich im Ruhestand, schon vergessen. Und das verdanke ich dir, meine Liebe. Ich kann meine Familie nicht wieder für die Arbeit im Stich lassen. Du kannst doch, du Bravka und Listek, mitnehmen. Und Oetker wird sich nicht länger wie ein Kind fühlen müssen, das ständig unter deiner Aufsicht steht. Davon abgesehen ist die Rolle des Kastellans vor allem repräsentativ. Du wirst kaum wirklich arbeiten müssen. Das sind gute Argumente. Trotzdem, ich. Ach, weißt du was? Sicher, ich nehme das Angebot an. Es ist jetzt Zeit, dass ich an mich denke. Ich bin wirklich noch ein verdammt guter Anführer. Auf jeden Fall besser als meine Vorgänger. Und ich bin sicher, Dubravka und Lestek würden sich freuen, nicht länger jeden Morgen in den Staub der Mine einatmen zu müssen. Du triffst eine gute Wahl, ich kann es spüren. Wir werden sehen, meine Freundin, wir werden sehen.
Gespräch beenden. Na gucke. Okay. Und jetzt müssen wir wieder warten auf weitere Ergebnisse. Ja, das tun wir doch. So, dann reiten wir mal wieder zu unserem Dorf zurück. Und erledigen da noch ein, zwei Sachen. Ja, ist aufsteigen. Bevor wir das nächste Mal wieder nach Piastovia reiten und wieder ein paar Dinge verkaufen, schauen wir erstmal, was wir hier wieder tätigen können. Pferdchen bringen wir jetzt erstmal zurück. Oh, natürlich wieder so eine kleine enge Kurve nicht, das will kein Pferd. So, da sind wir schon wieder. So. Zack, da sind wir schon. Eben die Stallmisten muss man ja so auch. Dann ab nach oben. Die anderen mache ich jetzt nicht, sonst wären wir zu schwer. Außerdem müssen wir auch was trinken. Und wie man sieht, im Spiel wird es ja auch schon wieder dunkel. Hier können wir auch noch einen Weg hochbauen. Doch, so mällich sieht es doch noch was aus. Das können wir da lassen. Und die anderen Sachen natürlich auch. Achso, das können wir schon mal mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Nee, da. Die beiden nehmen wir mit und ein Säckchen. Dann können wir schon mal Hopfen setzen. Was ist das Werkzeug? Das ist doch... Oh, hä? Und eben so. Da. Ja, alles schon wieder aufgefuttert, was ich gekocht habe, wahrscheinlich, ne? Jo. Na Ruhe, ja, haben wir noch ein paar. Alles andere, boah, was habe ich gestern gekocht hier? Alles weg. Die Einstellung ist eigentlich auch ziemlich Mist, die hier haben. Denn so wenig kocht man nie. Auch nicht für so viele Leute. Da kann man leider nichts dran machen. So, Ressourcenschuppen umbauen. Da brauchen wir auch Stein und Holz für.
Stein und Holzstämme. Fangen wir mit dem Brettern an, auch gut. Es wird schon wieder dunkel, das heißt, wir müssen gleich schon wieder schlafen gehen. Und jetzt haben wir schon hier 10.000 Kilo Platz. Also, und wenn wir den dritten noch auf Stein bauen, haben wir auch noch mehr Platz. Aber das machen wir bei dem nächsten. Bei der nächsten Runde oder so, weiß ich noch nicht. Nee, komm ich nicht dran. Ja, gleich von außen machen. Noch einen Holzstamm, toll.
4 und 8 macht 10. Ich darf das nicht sagen. So. Endlich. Gehen wir jetzt schlafen. Aber die Laterne, die hält echt lange, muss man ja wohl sagen. Ja, komm, leg dich hin, Mädel, und schlaf. Wieso will die nicht? So, dann sind wir mit dem Ressourcenschuppen jetzt durch. Und hier müssen wir bestimmt wieder auf die nächste Jahreszeit warten. So ist es ja meistens. So, da liegt das Brennholz noch, da träume ich nachher weg. Hier sollte ich gucken, wie viel Kalk wir haben, dass wir die beiden schon mal verkalken können. Aber wir sind bei W, nicht bei K. Das sollte reichen. Ach, die hätte ich doch jetzt auch da lassen können. Tong.
schon gleich ganz anders aus. Hä, wieso kann ich denn das so 25 tragen? Hä? Ja, die paar noch eben mit für den Lebensmittelschuppen. Und dann müssen wir wieder neue suchen. Kommt noch Tonbewurf dran. Gut. Tonbewurf. Was von Ich habe, glaube ich, irgendwo noch was gesehen ohne Turmbewurf. Muss ich gleich mal eben gucken. Weil das hält echt schon ein bisschen was ab. So, das wäre das. Ah, die Näherei, die machen wir nicht. Die Scheune auch nicht, weil die noch größer werden. Ne, war doch nicht. War doch alles dran. Die Kräuterhütte, ja. Die können wir ja auch umbauen. Es gibt auch nochmal Stein, wenn ich mich nicht irre. Ja, das war's. Ah, okay, dann gehen wir zurück auf Bauen. Den Hammer können wir wegtun und dann überlegen wir uns. Ah ja, Felder haben wir. Ah ja, genau, Hopfen wollten wir noch pflanzen. Und natürlich den dritten Ressourcen. Ach, da müssen wir auch noch. Dann können wir. Ne, warte ich mit. Wir müssen erstmal wieder Kalkstein und sowas suchen. Erstmal ins Menü, das Säckchen auf die 3 und dann können wir hier die 3 Globus leer. Ja. Das war's schon. Aber jetzt können die da wieder wachsen. Haben wir da ein bisschen mehr Hopfen. Prima. Und ihr wart jetzt, was wart ihr? Ich
Stärke, okay. Quatsch, da war ich doch nicht hin. Ah, meine Hand schläft, das ist nicht so schön. Dann wollen wir jetzt den anderen Ressourcenshop eben umbauen. In Stein. Also ich muss schon sagen, wir sind schon ziemlich groß geworden. Dann ist unsere Zeit auch gleich schon wieder zu wenig Bretter. Gleich schon wieder um. Haben wir alle? Ne, da fehlt noch einer. Brett, Brett. Brett, Brett. Dann scheint es alles zu haben. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Steine und die Bretter. Aber die Bretter sind ja noch nicht fertig. Drei Stück. Ja, die eine macht den Kohle auch nicht fett. Einen Moment mal bitte. So, da bin ich wieder.
Das ist vielleicht blöd, wenn man so wenig tragen kann. Gut, das ist soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch wieder Bretter. Haben schon mal 8. Was ändern da oben? Computer, du gehst mir auf den Knicker. Ruhe. Nein, er will keine Ruhe geben. Speed. Oh, ist schon wieder die Zeit vorbei. Das heißt, wir müssen schon wieder aufhören. Okay, das machen wir doch glatt. Also, wie immer, ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Dabeisein und fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass, was wir heute so gemacht haben. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Ressourcenschuppen weiter aufbauen und vielleicht noch ein bisschen Deko setzen. Vielleicht haben wir genug Zweige wieder zusammen, dass wir und das Efeu rund um den Marktplatz bauen können. Das fände ich ganz witzig. Das sieht bestimmt ganz toll aus. Wir müssen uns noch hinarbeiten, dass wir so allmählich die Taverne kriegen. Ich hoffe, dass die hier oben hinpasst. Wenn nicht, haben wir ein Riesenproblem, weil ich die unbedingt hier oben haben will. Wenn nicht, ja, müssen wir uns ein bisschen Platz schaffen. Ja gut, das war's von mir für euch. Denkt dran, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, lasst doch bitte ein Abo da. Ein Like und ein Kommentar wären auch toll. So, ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tammy. Bye, bye.